Ich fand, es war jetzt heute nicht super brillant, aber es war sehr, sehr seriös. Es war wiederum leidenschaftlich. Alle haben probiert. Es ist nicht alles ganz so gelungen heute, es ist nicht alles ganz so leicht gefallen. Aber am Ende stehen wir hier in dieser Gruppe mit 9 Punkten und 9:0 Toren. Und wenn das irgendjemand vorher gesagt oder geahnt hätte oder vielleicht darauf gewettet hätte, dann glaube ich, hätte er viel Geld verdient. Und von daher sind wir sehr zufrieden damit. Wir konnten jetzt allen Feldspielerinnen schon Einsatzzeiten geben, das ist auch schön. Die Kulisse und das Stadion, der Rasen, das hat heute alles irgendwie zusammengepasst, um ja da heute auf dem Platz zu stehen. Wir haben es von Anfang an betont, dass es bei uns egal ist, wer spielt, dass alle bereit sind, dass alle Lust haben. Das hat man auch gesehen an den Mädels, die wieder reingekommen sind. Es lässt einfach nicht nach und ja, der Rahmen hat heute einfach gestimmt, um zu spielen. Und ja, ich denke, das kann jede andere Spielerin auch so bestätigen. Wir wollen diese Herausforderung annehmen. Ich glaube trotzdem, dass wir leichter Favorit sind. Dieser Rolle müssen wir aber auch erstmal gerecht werden. Und ganz ehrlich, ob wir dann 2:0 spielen würden oder 2:1 gewinnen, wäre mir am Ende des Tages dann egal. Und dann müssen wir erstmal gucken, was im Halbfinale kommt. Da sind noch ein paar richtig, richtig gute Mannschaften, nämlich alle, die jetzt ins Viertelfinale noch einziehen werden. Ja, da sind ein paar Knallpaarungen, glaube ich, dann auch dabei und unterwegs. Von daher tun wir wirklich gut daran, jetzt uns ganz seriös ab 23 Uhr, das haben wir uns vorgenommen, auf den Gegner vorzubereiten mit allem, was dazugehört. Und dann freuen wir uns, in Brentford zu spielen, ja, einfach die Leistung, die wir dort gezeigt haben, zu bestätigen und dann hoffentlich mit ganz viel Mut, Leidenschaft, Energie, Präzision, alles das, was ein Viertelfinale dann auch braucht, am Ende als Sieger vom Platz zu gehen.